Ein wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen Odenwald. Ich bin heute Morgen mit dem Auto gestartet bei mir zu Hause in Bürstadt. Bin über Bensheim, die B47, hierher gefahren zu einem Parkplatz kurz vor Lindenfels. Und ich möchte euch jetzt auch hier die Gegend ein bisschen vorstellen rund um Lindenfels. Und jetzt geht's für mich weiter auf meiner Wandertour. Und hier haben wir auch gleich einen Grillplatz. Ja, wir haben jetzt Mitte November und es war jetzt heute Morgen 1 Grad hier bei Lindenfels, aber mir ist trotzdem eigentlich ganz warm. Neblig ist auch ein bisschen und ich hoffe, der wird sich noch im Laufe des Tages verziehen. Ich bin jetzt hier unten an dem Grillplatz vorbeigelaufen und im Moment geht es jetzt hier ein bisschen bergauf. Ja, in diesem Video habe ich jetzt auch mal was Neues vor, und zwar will ich das später dann noch ein bisschen nachträglich kommentieren lassen, und zwar von meinem Sohn Nikolas. Also bei diesem Video jetzt mit zusätzlichem Kommentator. Im Moment folge ich gerade die ganze Zeit diesem Symbol LI und die 6, LI denke ich für Lindenfels, und hier oben ist auch der Nebel ein bisschen weniger geworden. Hallo auch von mir, Nikolas, dem Sohn von Michael. Die Wanderung ist ca. 11,3 Kilometer lang und beträgt 320 Höhenmeter. Startpunkt ist an der B47 Parkplatz Bauer. Folgt wird nun der Beschilderung LI6. Vorbei am Gleitschirmflugplatz. Bismarckwarte wird erreicht und der Ort Witzelröder gestreift. Vorbei am Kriegsdenkmal. Nun geht es mitten durch Lindenfels mit Aufstieg zur Burg. Als nächstes wird der Ort Schlierbach erreicht, wo sich auch die Stickelgräber befinden. Der Ort Winkel wird passiert. Danach ist dann auch wieder der Ausgangspunkt erreicht. Ja, und hier kann ich jetzt schon rüber gucken auf die Burg Lindenfels. Ja, ich bin jetzt hier mal diese Piste hochgelaufen, und zwar sind wir jetzt hier an einem Gleitschirmflugplatz, ja. Und hier sind auch schöne Bänke, wie ihr gesehen habt, neben, da kann man auch schön Rast machen. Und eine schöne Aussicht haben wir hier auch. Und jetzt kommt da noch schön die Sonne raus.
Jetzt bin ich angekommen am Bismarckturm und den werde ich jetzt mal hochgehen. Und zwar sind wir jetzt, wenn ich richtig gelesen habe, bei Litzelröder. Ich denke, dass der Ort richtig so heißt. Die Bismarckwart. Der Turm wurde zwischen dem 1. Mai 1906 und dem 7. Juni 1907 errichtet. Der Sockel hat eine Kantenlänge von 7,40 Meter, die Höhe beträgt 12,30 Meter. Zur Aussichtsplattform führt eine 51-stufige Wendeltreppe. Die letzte Sanierung fand 1997 statt. 2007 fand zum 100-jährigen Bestehen eine Jubiläumsfeier statt. Und machen wir auch hier den Hubschrauberlandeplatz. Das ist ein schöner kleiner Turm jetzt gewesen, die Bismarckwarte. Und das Wetter wird auch immer besser und somit auch die Sichtweite. Hier haben wir wieder einen schönen Blick rüber auf die Burg Lindenfels. Kann sein, dass es ein bisschen zu dunkel ist. Und hier haben wir auch den Nibelungensteig. Ja, und was das Teil hier soll, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, die werden es einfach hier vergessen haben. Oder wollen sie es einfach nicht mehr mitnehmen. Und da habe ich jetzt auch schon wieder die nächste Hütte erreicht. Also auf dem kurzen Stück, wo ich jetzt gewandert bin, die 5 Kilometer. Da waren jetzt wirklich schöne Rastplätze die ganze Zeit. Und hier wieder ein schöner Blick auf die Burg. Und im Hintergrund hört man es laufen, knallen schon die ganze Zeit. Irgendwo muss da eine Treibjagd sein oder so. Und hier habe ich mir gerade eine Gedenkstätte angeguckt vom Krieg. 1870 bis 71 zu Gedenken der Gefallenen. Und eben gerade ist mir der erste Wanderer entgegengekommen. Nächste schöne Hütte ist erreicht und hier werde ich jetzt auch mal eine kleine Pause machen, aber ich denke, ich werde hier runter gehen zu den Bänken und nicht in die Hütte rein. Jetzt bin ich auch fertig mit meiner Pause. Es war ziemlich früh noch gewesen, so 20 nach 11 rum haben wir jetzt. Aber nach Lindenfels ist es jetzt auch nicht mehr weit. Und davor wollte ich jetzt auf jeden Fall noch die Pause einlegen. Thank you.
jetzt schon oberhalb von Lindenfels hier entlang gelaufen, den Libellungensteig und meine Wanderroute. Und nach Lindenfels zur Stadtmitte sind es jetzt noch 0,5 Kilometer. Also gleich sind wir unten in Lindenfels. Der Luftkurort Lindenfels liegt in Hessen im Kreis Bergstraße im Odenwald auf einer Höhe von 364 Meter. Die Einwohnerzahl beträgt 5.124. Jetzt bin ich auch in Lindenfels angekommen. Jetzt gehe ich noch mal zu der Burgruine hoch und laufe noch ein bisschen durch Lindenfels durch. Die Betzenkammer im Torturm diente zeitweilig als Stadtgefängnis. Das Verlies war zugänglich durch eine spitzbögige Tür. Hinter mir seht ihr das Drachenmuseum. Das hat jetzt leider geschlossen. Wir machen im Moment Urlaub. Das Drachenmuseum, das die historischen und kulturellen Hintergründe des Drachenmythos beleuchtet, wurde im März 2010 im Haus Raucheneck in der Stadt 2 in Lindenfels eingerichtet. Der Bürgerturm findet sich genau neben der evangelischen Kirche. Er ist ein Bauwerk der ehemaligen Stadtbefestigung. Heute dient er als Ausstellungsturm und als Ausstellungsraum für das Deutsche Drachenmuseum. Der Kurgarten ist ein terrassenartig angelegter Park, der von mehreren barocken Bauwerken umgeben ist. Mehrere Bänke befinden sich hier, die zum Innehalten einladen. Und hier sehen wir nochmal einen Plan von der Umgebung und Lindenfels im Zeichen des Drachens. Und hier sehen wir Skulpturen von der Libellungensage. Jetzt bin ich auch angekommen an der Burg Lindenfels. Jetzt hier oben von der Burg aus einen schönen Blick nochmal über Lindenfels. Und hier nochmal die Ruine. Die Burg Lindenfels thront auf einem Berg außerhalb
des gleichnamigen Ortes. Die Anlage aus dem 11. Jahrhundert wurde im Laufe der Zeit großzügig ausgebaut. Bis heute haben sich eindrucksvolle Reste der Anlage erhalten. Die meisten Gebäude sind zwar verloren gegangen, doch erinnern Ringmauer und Ringeranlage an einer sehr großen und mächtigen Burg. Der Löwenbrunnen. Und hier sind wir an der nächsten Station vom historischen Rundgang angelangt. Pfälzer Museum wurde im Jahre 1979 in der ehemaligen Zehnscheuer eröffnet. Jetzt verlasse ich auch wieder den Luftkurort Lindenfels. Ich habe noch einen Kaffee getrunken. Die Burg habe ich auch besichtigt, habe da alles gesehen und habe mich noch ein bisschen aufgehalten. Und jetzt geht's weiter auf meiner Wandertour. Hier ging es gerade so Stufen runter und bei dem nassen Herbstlaub war es nicht gerade so ungefährlich. Und ich befinde mich jetzt immer weiter noch auf dem Nibelungensteig und auf unserem LI6. Und jetzt ist hier und hier ist jetzt auch gleichzeitig der Jugendzeltplatz. Da standen jetzt so einige Drachen rum in Lindenfels und ich denke, wenn ihr da mal mit eurer Familie hermacht, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das Drachenmuseum, das hat ja dann auch bestimmt auf und im Sommer haben sie auch noch ein schönes Schwimmbad dabei, haben auch noch ein schönes Heimatmuseum und dann natürlich zu guter Letzt noch die schöne Burgruine. So, nach Lindenfels habe ich jetzt hier Schlierbach erreicht und da vorne sind jetzt auch gleich die Stickelgräber, da will ich jetzt noch mal hingehen. Ja, und hier ist ganz schön was los, hier sind sehr viele Leute unterwegs.
bin jetzt hier angekommen an den Stickelgräber. Ich habe jetzt auch gesehen, da vorne, da ist irgendeine Gedenkfeier oder so. Ja, wir haben ja auch November, da finden öfter so Sachen statt. Der Stickelfriedhof in Schlierbach, ein Vorort von Lindenfels, ist eine Rarität von 1662. Ein Stickel ist ein weiß bemaltes Brett mit den Angaben zu den Verstorbenen. Ja, ich weiß nicht, ob man es noch genau sehen kann, aber da oben ist jedenfalls ein Gleitschirmflieger. Und da ist auch der Landeplatz, wo wir vorhin vorbeigewandert sind. Jetzt macht er runter. Jetzt ging es nach Schlierbach eine ganze Weile hier an dem Bretterzaun entlang durch die Pferdekoppeln durch, aber da vorne geht es jetzt raus und dann muss ich noch ein kleines Stück die Bundesstraße entlang laufen, bevor es wieder dann rechts weiter abgeht. Jetzt habe ich auch den Ort Winkel passiert. Es war garantiert von der Tour bis jetzt das steilste Stück. Und für mich geht es jetzt hier gleich weiter Richtung meinem Parkplatz, wo ich mein Auto stehen habe. Okay. Jetzt bin ich auch schon auf dem letzten Kilometer von meiner Wanderung. Da vorne bin ich eben noch an dem Starrenkasten vorbeigelaufen. Das muss so eine Jugendfreizeiteinrichtung sein oder was. Jedenfalls waren da lauter Jugendliche und haben ein bisschen Stimmung gemacht. Muss auch sein, ja. Und für mich geht es jetzt noch ein paar Meter durch diese schöne Herbstlandschaft.
Landschaft. Oder besser gesagt Herbstwald. Und nochmal auch zum Abschluss Lindenfels mit der Burgruine. So, die Wanderung wäre jetzt geschafft. Es war wieder mal eine schöne Wanderung um die Drachenstadt, rund um Lindenfels oder Libellungenstadt, egal wie ihr es haben wollt. Und ja, Steigungen waren ein paar dabei, aber die hielten sich in Grenzen. Und vielleicht geht ihr auch mal hier auf Tour, vielleicht nicht gerade so im November, vielleicht dann nächstes Jahr im Frühjahr, habt ihr ja vielleicht mal Lust, nach Lindenfels zu gehen, in den schönen Odenwald. Und für mich gibt es jetzt noch ein Glas Drachenblut. Tschüss!